Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Chicky Boink und das ist Rocket League, die Hot Wheels DLC Edition. Hot Wheels trifft auf Rocket League. Zwei klassische Hot Wheels Fahrzeuge stehen nun im Showroom zum Kauf bereit. Der weltbekannte Twin Mill 3 und der beliebte Hot Rod Bone Shaker werden separat verkauft, jeweils zusammen mit 6 exklusiven Aufklebern und dazu passenden Reifen. Als spezielles Geschenk, liebe Freunde von Hot Wheels, erhalten alle Spieler kostenlose Hot Wheels Artikel zum Anpassen ihrer Fahrzeuge in der Garage, unabhängig davon, ob sie die Premium DLC Fahrzeuge gekauft haben oder nicht. Das Hot Wheels Dach, das Shark Bite Dach sowie die Treasure Hunt Flagge und die Hot Wheels Antenne können von heute an nach jeder Begegnung nach dem Zufallsprinzip verfügbar werden. Ebenso neu in diesem Update, halte Ausschau nach der neuen Spielerauswahlkiste, die sowohl neue als auch wiederkehrende von euch auf unsere offizielle Webseite ausgewählte Gegenstände enthält. Habt Spaß. Ja, vielen Dank dafür. Wo gehen wir denn mal hin? In die Garage. Was haben wir denn hier? Inventar. Championskiste. Cool. Auswählen, um Inhalt zu sehen. Ein Teil der Einnahmen von Schlüsselkäufen geht direkt in die Rocket League eSports Preispool. Wir haben gar keinen Schlüssel. Oder? 0 verbleibende Schlüssel. Schlüssel nutzt, Schlüssel kaufen. Ernsthaft. Mystery Universal Decal. Sieht cool aus, aber ich will keine Schlüssel kaufen. Ehrlich nicht. Moment mal, ich muss mich mal anders hinsetzen. Das tut weh. So, hier ist jetzt ein Ausrufezeichen dran. Warum? Achso, weil ich es ja nicht aufgemacht habe. Aber nein, wir wollen Auto anpassen. Und was nehmen wir denn? Ich denke, wir nehmen den Twin Mill. Sehr cool. Passt an das Ding noch. Oh, geil. Didio. Fugu. Streifen. Ragnarok. Ich glaube, wir machen Ragnarok draus. Helmut Metallic, ja, das. Moment. Ach so, ich kann ich den nicht anpassen? Habe ich den nicht ausgewählt? Jetzt kann ich gar keinen Ragnarok mehr nehmen. Bäh. Das sieht auch cool aus. Ich mach mal Javelin. Primärfarbe. Haben wir hier Orange. Das ist mehr so Hot Wheels mäßig. Oder Rot. Mal lieber so. Andere Farbe ist die und... Das nehmen wir in Kombi. Wow. Ist auch cool. Ja, das gefällt mir. Was für Reifen bekommt die Kiste? Spinner OH5? Nö. Carriage. Wow, auch nicht schlecht. Nehmen wir die. Limitierte Räder. Cool. Prospect, Schneeflocken. Nee, Blumen sind jetzt Datenstrom. Och, wisst ihr was? Ich glaube, wir bleiben dabei. Ein Hütchen. Die Brille. Ich meine, Season 1 Silber. Nehmen wir das. Ein Pümpel. Auch witzig. Na komm, wir nehmen das hier. Was kommt da für eine Antenne dran? Also mittlerweile gibt es ja echt vielen. Ein Todesstern. Reddit. Aber ich denke... Videogames? Euro Truck Simulator. Was mit Alien? Ein Portal Cube. Cool. Spiele ich ja gerade mit dem Firefox Portal 2.
Ja, so machen wir das. Das sieht doch schick aus. Dann, achso, wir gucken uns noch mal eben das andere Fahrzeug an. Das ist nämlich der Bone Shaker. Auch ziemlich cool. Aber ich bin eher so hier der Typ. Hot Rods ist nicht so meins. Ich finde, wir haben ein cooles Design. Was suchen wir denn? Ein Standard 3 gegen 3. Wie viele Leute haben wir in der Playlist? Genug. Suchen wir mal ein Spiel. Währenddessen checken wir wieder die Statistiken, dann geht's schneller. Wo sind wir? 55% Siegel. Aber Moment. Wo bin ich denn hier in der Liste? Kann ich jetzt nicht mehr sehen. Welcher Liga? Saison? Extras? Ranglisten? Bin ich gar nicht platziert, glaube ich. Ich bin nirgendwo platziert. Ich mache ja auch nichts. Liga-Rangliste. Ranglos. Habe ich irgendwo einen Rang? Prospect Elite da. Ist ja gar nichts. Ungültige Spielversion. Gab es jetzt ein Update? Oder ist es ein Bug? Entweder gab es ein Update oder ist es ein Bug. Ich will jetzt aber hier euch dieses Fahrzeug zeigen. Dann gehen wir doch mal in ein Trainingslevel. Dann zeige ich euch zumindest einmal das Fahrzeug und dann laden wir es. Es ist weiß, aber es ist egal. In der nächsten Runde. Wow, das ist schon cool. Der Sound ist gut. Und es sieht Hammer aus. Das ist ärgerlich. Ich würde gerne in Online-Game gehen. Ein Tor. Gerade hat er noch geladen. Geladen hat er. Aber jetzt ist es eine ungültige Spielversion. Das heißt, wir müssen das Ganze neu starten. Ein Update laden. Aber das ist der Hot Wheels DLC. Ja, schaut es euch mal an. Wie gesagt, also es ist ja kein Zwang, sich diese Autos runterzuladen. Es ist nur so ein Bonus. Und ja, das Spiel wird ja immer noch weiterentwickelt. Deswegen gebt den Entwicklern mal ein bisschen zurück. So, ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.